Aha. Was passiert hier? Alter. Was wollen die ganzen Leute hier? Junge Mann, willst du die Herausforderung annehmen? Es ist da ein Rest alljährlicher Wettkampf der großen Stimmen. Jeder kann teilnehmen. Wer am lautesten schreien kann, gewinnt. Und natürlich kann sich unser Sieger über einen fantastischen Preis freuen. Das scheint ein Brüllwettbewerb zu sein. Das fällt ihnen wohl nicht ein. Hey, da sind doch die Dings hier. Jagdklingen. Ne? Unser aktueller Champion ist der Leiter unserer Gaststätte, Shiva, mit Trommelfell zerfetzenden 765 Punkten. Hey, das sieht doch lustig aus. Soll ich mal probieren? Judith? Was meinst du das ernst? Was sehe ich da? Wir haben einen neuen Herausforderer, eine Herausforderin, besser gesagt. Ja. Fantastisch, ein neuer Rekord. 1192 Punkte. Unmöglich. Wow. Cool. Und ist unser Wettkampf mit diesem großartigen Rekord bereits zu Ende? Ich stand noch nicht umsonst da. Wir sind auch dabei. Dann. Hier hätte ich euch am allerwenigsten erwartet. Seid ihr nicht auf Monsterjagden spezialisiert? Jawohl, aber zu einem ordentlichen Wettstreit können wir nie nein sagen. Jetzt ich. Und noch eine fantastische Leistung. Grandiose 1180 Punkte. Eine ganz volle Darbietung, aber knapp unter der Punktzahl unserer vorherigen Teilnehmerin, Fräulein Judith. Ach. Ich bin dran. So, jetzt kommt er. Chef. Jetzt wart ihr wohl die schweren Geschütze aus, was? Es wird ernst. Meine Damen und Herren, sowas habe ich noch nie gesehen. Und du meinst wohl gehört. Unglaublich. 1300 Punkte. Gerade als wir dachten, dass Fräulein Judith der Sieg nicht mehr zu nehmen sei, wird ihr Rekord geschlagen. Och. Das ist unser Chef. Sein unschlagbarer Schnür passt gut zu seinem unschlagbaren Körperbau. Er sieht fast selbst wie ein Monster aus. Hier ist Publikum. Der Sieger steht vor fest. Der Gewinner des diesjährigen Wettkampfs des großen Stimmen ist... einen Moment noch. Ich mache auch mit. In dem Mädchenkostüm. Hä? Ja, ist doch logisch, schließlich ist das Mädchen auch hier. Carol. Unglaublich, die Würfel scheinen gefallen zu sein. Doch hier ist eine neue Stimme, die Stimme eines Jungen. Ein brennendes Liebeserkenntnis. Ja. Ich liebe dich. Hä? Ist er vollkommen verrückt geworden? Wow, meine Damen und Herren, wir wurden eben Zeugen einer unerwarteten Liebeserklärung. Und hier der nächste Glanzleistung. 1295 Punkte. Aber dieses mutige Schild liegt knapp unter der Punktzahl des vorherigen Herausforderers, Clint. Verdammt! Das war ein unglaublicher Tag heute, nicht wahr, liebes Publikum? Ein Rekord jagt den anderen, ein hitziger Wettstreit, der in den Geschichte seinesgleichen sucht. Das allerbeste Sieger des Wettstreits ist kein anderer als der Chef der Jagdling, Clint. Unser Gewinner winkt eine mächtige Waffe, gefertigt von den besten Handwerkern aus Dangres. Was? Ich brauche die nicht, du kannst sie haben. Jawohl. Wie? Wirklich? Nein. Hey, du hast dein Bestes gegeben, das ist doch was zählt, oder? Du hast zwar geeignetes Brüllen, aber... ein geeignetes Brüllen, aber... du warst großartig, Carol. Danke. Infinitus, ein seltsamer Axt, die unlimited zeichenförmiges Klingen rotieren und bleiben daher immer scharf. Jetzt bin ich doch schon ein bisschen neugierig, was passiert, wenn ich den anderen genommen hätte. Aber okay. Möchte ich vielleicht mal googeln oder offscreen mal gucken. Mal gucken. Ewige Schwäche. Das dauert ab und zu den ganzen Kampf hindurch an. Oh. Also Dingens, wenn er mit seine Tasche hier einsetzt, hier zum Angreifen oder was? Cool, nicht schlecht. Okay, ja, gut, gehen wir mal in die Gaststätte. Ich würde schon fast sagen, wir gucken mal, was dann passieren würde, wenn ich andere genommen hätte, oder? Ja, mal gucken.
egal, mal schauen. Mit dir schon geredet, komm mal her. Okay, jetzt kommt diese merkwürdige Quest wieder. Hallo, willkommen in Villa Chaos. Villa, ich sehe weit und bald kein Gebäude. Ach komm schon, flache Liese, du siehst ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du musst das große Ganze sehen, kapiert? Nun ist es eine Zeit für jedermanns Lieblingstradition. Genau, Zeit für einen Objektetausch. Seit wann ist das denn jetzt jedermanns Lieblingstradition? Details, Details. Du willst also etwas, stimmt's? Deswegen brauchst du nicht gleich so unverblümt zu sein. Du hast allerdings recht. Das Objekt des heutigen Tages wird euch vom Hocker reißen. Setzt noch ein Objekt an, das wir noch nicht einmal haben. Wenn ihr es nicht habt, könnt ihr es ganz einfach für mich machen. Das dürfte lustig werden. Nun zum Objekt des Tages. Darum, darum, darum. Es ist ein Silberschneide 1 Alpha. Die habe ich, glaube ich, sogar. Also, wann immer ihr bereit seid. Dann verlangst du aber ein ganz schön aufgefallenes Objekt. Na, nehmt es vielleicht, wenn ich euch sage, ich habe das Gefühl, dass dies das letzte Objekt sein wird. Ihr könnt das vielleicht den sechsten Sinn von Chaos nennen. Also, was ist, werdet ihr das tun oder werdet ihr es nicht tun? Macht ihr das oder macht ihr es nicht? Lass mal gucken. Ich habe schon alles gelernt, ne? Von ich kann mir die eigentlich locker herstellen wieder, aber ich meine, ich habe schon jetzt, glaube ich, vorher schon Musterteil. Ich habe es auf jeden Fall da. Habe ich schon alles gelernt. Und ja, Infinitus ist übrigens die stärkste Waffe für Kerl im Moment. 820 Angriffskraft. Nicht schlecht. Ja, ich brauche den nicht mehr. Also hier kannst du haben. Das ist der letzte Mal. Sehr gut. Es war nicht leicht, aber hier ist sie. Ach, das Haus der Gartenzwerg. Du bist einen doch wirklich aus jeder Klemme heraus. Du bist ein richtig kleiner Schlaumeier. Soll das etwa ein Kompliment sein? Und um den Kreis darum, bla 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 bla. War schon 10.000 Mal gesehen, ey. So schön bist, da geht's nicht mehr. Das ist fantastisch, danke schön. Ah, mit L war offenbar zufrieden. Wie schön, jetzt will ich euch für eure Hilfe eine Belohnung geben. Hoffentlich ist das nicht wieder so ein Reinfall. Ja, nachdem wir uns so viel Mühe gegeben haben, um das für dich zu besorgen, irgendwie nicht. Ding Dong. Magisches Auge. Ja, ich habe es irgendwie gewusst. Willst du uns etwa beleidigen? Du verstehst überhaupt keinen Spaß, was? Du befolgst bestimmt Unterhaltungen, die so flach sind wie du. Na schön, das Ganze eben noch einmal. Diesmal aber richtig. Krona-Symbol. Nein, nicht Klonoa. Schützt gegen alle Staatseffekte. Blauer Würfel aus Aqua Saphir gefertigt. Heute im verdienten Rang um 20%. Eine Wiedergeburtspuppe. Hoppla, das ist aber wirklich gar nicht übel, kleines K. Natürlich arbeitet für ihn seine Mühe auch eine entsprechende Belohnung. Ich hasse nicht so sehr, als wenn ehrliche Leute bei einem Geschäft übers Ohr gehaut werden. Ja, das kann ich nur, da kann ich nur zustimmen. Du musst dich noch gewaltig anstrengen, um endlich erwachsen zu werden, kleines Fräulein Unschuld. Ja, ich weiß, ich werde mir größte Mühe geben. Diese Ausbeute ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ich glaube, wir haben alles in ein ganz gutes Geschäft gemacht. Wir haben mehr oder weniger jetzt ein Ding, das jetzt alle Staatseffekte blockiert. Also ja, weiß ich nicht. Ich meine, da hätte noch ein bisschen besser sein können. Na, wie es aussieht, haben wir einen ziemlich guten Schnitt gemacht. Ja, vielen Dank. Aber klar doch, mach weiter so gute Arbeit, Jungs und Mädels. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Aha. Was ist denn los? Fällt gerade auf, dass ihr sehr viele tolle Sachen bei mir eingetauscht habt, stimmt's? Naja, es war eher so, dass sie uns aus der Hand gerissen wurden. Halt den Mund, Flachliese, weil ihr mir so oft geholfen habt, habt ihr ein kleines Geschenk, Gegengeschenk verdient. Ein Gegengeschenk? Ja, warte mal eine Sekunde. Tut mir leid, das hier ist für euch. Heiliger Reicher, den habe ich schon. Überschock Jojo, das habe ich auch schon. Drachen, weiß ich nicht. Paladin Umhang. Schwarzer Onyx. Spezialgummi. Roter Salbei. Sanduhr. Alexandrit. Okay, das sind schon gute Sachen. Wieder Geburtspuppe. Das ist alles Ende. Finito. Sind das alles Objekte, die wir dir gegeben haben und jetzt von dir zurückbekommen, oder was? Ja. Hä, wieso beschwerst du dich denn? Diese Objekte sind fantastisch. Macht es dir wirklich nicht aus, wenn wir das alles nehmen? Nein, bedient euch. Betrachtet es als Dankeschön für das, was ihr getan habt. Also, oder als Bonus für jeden Augenschmaus. Das ist wirklich schrecklich. Ich hoffe, du weißt das. Da steht dir ausgezeichnet. Jetzt kommt so ein Skit, ehrlich. Ich 目的も正体もわからないしな。
別に知りたいとは思わないけどね。さすがは天才魔導士さん。もっと大きな謎を求めてらっしゃると。でもあの洋服というか着ているものを可愛かったですよ。あら、私は牛にの方が好みだわ。おさんももっとセガ小さければあの洋服を着られるのに。そうそう、カロロフライなら着られるんじゃない。僕、いや絶対似合わないって。 So, dann, okay. So, das war der letzte Tausch, so wie ich damit bekommen habe. Also Johei, mir geht diesen Quest nicht, oder nicht, ich kapiere es einfach nicht. Ich kapiere manchmal diese einige dieser merkwürdigen Quests von den Tales of Spiel nicht. Und da kommt direkt was nächstes. Hier kommt direkt das nächste, meine ich. Hier ist Dean offenbar nicht. Vielleicht ist er in der Gaststätte und ruht sich aus. Vielleicht sind wir auch einfach vor ihm hier angekommen. Carol, mein Blüter. Entschuldigt bitte, ich und meine Jungs sind ziemlich erledigt. Was ist passiert? Seid ihr bereits gegen das Monster angetreten? Ach ja, hier war ja noch was. Nein, wir haben alle etwas gegessen, das sozusagen schon mal bessere Tage gesehen hat. Mich selbst hat es nicht arg erwischt, aber die anderen können von Glück reden, wenn sie überhaupt aufstehen können. Wie würde es stinken, in eurer Haut zu stecken, Jungs? Du sprichst mir aus der Seele. Da müssen wir wohl einfach hier Däumchen drehen, bis es euch wieder besser geht. Zunächst ist hier von den Monstern keine Spur zu sehen. Tja, das ist allerdings auch ein Problem. Seht ihr, das Monster hat nämlich den Mann entführt, der uns damit beauftragt hat, es zu besiegen. Da schön, dann stecken wir als offiziell bis zum Hals in der Tinte. Außerdem habe ich den Verdacht, dass unser Kunde in seinem ganzen Leben noch kein Schwert in der Hand hatte. Ich hoffe nur, dass ihnen noch nicht zugestoßen ist. Ich würde ihn ja gerne retten, aber in diesem Zustand. In welcher Richtung ist das Monster denn verschwunden? Es flog von hier aus genau nach Norden. Es flog? Genau nördlich von hier liegt Montemsa. Könnte es sich um dieses riesige Monster handeln, das wir gesehen haben, als wir zuletzt dort waren? Habe ich doch schon besiegt. Das ist gut möglich. Oh nein, mein Magen, ich muss mich beeilen. Viel Glück. Ja, ich schätze, jetzt sind wir an der Reihe. Montemsa. Also gut, brechen wir auf und schauen wir mal an, was wir rausfinden können. Genau. Dieser Vollidioten, warum essen die ja noch so ein Schwachsinn, bevor sie irgendwie kämpfen? Haben sie auch gemacht, um sich irgendwie im Auftrag hier zu drücken, ne? Wenn es darum ging, ich weiß natürlich jetzt nicht wieder genau, worum es hier ging. Wir müssten ein Monster erledigen für die, das habe ich nur so in Erinnerung, aber ist auch schon wieder Wochen her, seit ich das angenommen habe. Von daher würde es mir nicht übel nehmen, wenn ich nicht die exakten Details weiß. Aber na gut, so ist hier irgendwas noch im Mantaik. Ich gehe gleich hier noch mal übernachten, gucken, was passiert. Ansonsten sind wir eigentlich hier schon fertig. Weil klingt, als muss ich hier noch mal gegen dieses Gigantomonster kämpfen, weil der voll dämlich ist. Ich meine, natürlich habe ich schon dutzende Mal besiegt, weil ich mal eine Zeit lang irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich musste irgendwie einen Gegenstand von ihm haben oder ich musste Geld sammeln. Da kriegt man irgendwie eine Menge Geld oder ich musste irgendwie hochleveln, keine Ahnung. Also musste. Irgendwas ist passiert, weswegen ich ein paar Mal gegen das Viech gekämpft habe. Und ja. Deswegen habe ich schon oft gegen das Viech gekämpft. Gut, ich speichere dann mal hier. Hoffe, dass jetzt hier nachts nicht noch irgendeine Quest auf mich wartet oder ein Gespräch. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Clip in diesem Kampf. Keine Ahnung, mal schauen. So, ich wollte eigentlich nach Montemsa gehen, wegen dieser einen Mission in Mantaik, weil da müssen wir ja irgendwie was machen, ne? So wie ich das verstanden habe. Und Jormgen war der nächste Ort, an den ich halt machen müsste, und da habe ich mir gedacht, ich gehe mal kurz hier rein und guck, ob hier irgendwas ist, da hat ja gerade so auf dem Weg ist. Und ja, anscheinend ist ja was, weil diese Leute da, die standen glaube ich vorher nicht da, also irgendwas ist hier los, nehme ich an, ne? Also was ist, zeig mal. Hey, was macht ihr denn hier draußen? Es wimmelt hier nur so von Monstern. Mhm.
Er sagt, seht ihr nicht, dass ich trauere? Wie könnt ihr jetzt wagen, euch für einen alten Freund zu nähern? Ich bitte, tu nichts um Verzeihung. Wir befinden euch in Gegenwart vom Meister Krutz, Edelfrau Celista und ihren Erben Misomus. Ich bin ja teuer Diener Daniel, zu Diensten. Hi. Ich möchte gewiss nicht herumstüpfen, aber ist etwas passiert? Ja, der Typ kann Gedanken lesen, genau wie ich. Sie sagt, wir machten uns auf diese lange und verheerende Reise in der Hoffnung, jedes bekannte Feriendorf zu erreichen. Stattdessen erreichten wir nur diese grauenerregende Leere. Er sagt, ich bin nervlich am Ende. Ich habe ab Schwimmbeckenkleidung an jedem Geschäft. Nun bleibt es mir verwehrt, ein Bewunder zu werden. Oh, das tut mir furchtbar leid. Aber Juri hat recht. Hier draußen ist es gefährlich. Es gibt keine Barriere. Wirklich? Schwimmzeug in jedem Geschäft kaufen bleibt unbeerwähnt? Seid unbesorgt. In meinen Tagen habe ich das eine oder andere schon mit erlebt. Ich werde sie beschützen, was auch komme. Ho! Na, bist halt Daniel, ne? Ist ja, hat deine Stärke oder dein Glück gereicht, aber... Aber ich meine, er beschützt allein alle drei von ihnen. Vorzüglichsten Dank, junge Dame. Naja, hier ist nichts. Ihr könnt nach Hause gehen oder eine andere Unterkunft suchen. Was ist das da im Hintergrund? Ich glaube, da ist irgendwas in dem Haus drin. Er sagt, nein, das können wir ganz und gar nicht. Unsere Trauer lässt keine Erleichterung zu. Wow, ihr seid auf Partys bestimmt der Stimmungskracher. Boah. Er sagt, aha, mir kommt eine Idee. Wir übermachen euch die Schwimmbekleidung. Oh, cool. Nein, danke. Die brauchen wir nicht. Wir haben jedes einzelne Geschäft leer gekauft. Also sind auch Badeanzüge für die werten Damen vorhanden. Netter Versuch. Wir brauchen keine. Wir nehmen sie. Etwa nicht. Doch klar nehmen wir sie. Schon wieder sowas. Neue Kostüme? Ja, du gibst mir ja nicht einfach so, oder? Sagt, jedoch können wir uns nicht unendgültig mit ihnen trennen. Wir schlagen einen Tausch gegen einen Mikroschaltkreis vor. Dabei handelt es sich um wertvolle Antiquitäten, ganz recht. Sie wurden jedoch entweder entwendet oder dergleichen. Niemand ist imstande, sie aufzuspüren. Wir bleiben bis zu eurer Rückkehr am hiesigen Orte. Ein Mikroschaltkreis, ist das ein Blastia-Teil? Ja, schon, aber prima, rührt euch nicht vom Fleck. Wir sind im Nu zurück. Warum der ganze Aufwand, einen Mikroschaltkreis zu besorgen, nur für ein paar Schwimmsachen? Aber diese Schwimmsachen dann verdient haben. Wir werden sie umso mehr schätzen, weil wir dafür hart geschuftet haben. Du bist verrückt, alter Mann. Ist ja klar, dass du zugestimmt hast, ohne etwas, einen einzigen Hinweis darauf zu finden? Es könnte sonst wo auf der Welt sein. Du weißt aber schon, wie groß die Welt ist, oder? Auch ich versuche ihn zu finden. Ja, davon mochte ich nur zu bestimmen, dass er sich möglicherweise in einem kalten und unwirtlichen Klima befindet. Also im Norden. Korrekt. Ich würde mir selbst flinken Fußes auf dem Weg machen, wenn ich bloß wüsste, wo ich suchen soll. Bedauernswerterweise muss ich auf diesen Meister und seine Familie Acht geben. So bitte ich euch, an meine Stadt zu suchen. Tja, es ist zu spät abzulehnen, aber wenn wir ihn finden, hältst du dich an die Abmachung. Keine Spielchen. Ho, 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 ich wünsche euch vollsten Erfolg. Habe ich den vielleicht schon? Doch, ehrlich. Er wünscht ein Mikroschaltkreis. Warum ein Mikroschaltkreis? So, da liegt aber irgendwas. Was ist das? Das scheint vorher noch nicht da. Ist das nicht dieselbe Kiste, die wir auf den Altären gefunden und diesem Mädchen gegeben haben? Sie ist nicht verschlossen. Ist das ein Tagebuch? Ich glaube, heute ist der Tag, an dem ich aufhören werde, auf deine Rückkehr zu warten. Es ist jetzt 3 Jahre her, seit diese Reisen in die Kiste gebracht haben, aber Nachrichten von dir brachten sie keine. Die Kiste, die ich geschenkt hatte, die du in meinem Leben verteilt hast, niemals hättest du die freiwillig davon getrennt. Sicher wirst du wollen, dass ich mein Leben weiterlebe und wieder glücklich werden kann. Deshalb bist du für mich die ganze Zeit für den Abschied gekommen. Danke für alles, was du für mich getan hast. Ihr Name war Jurfan, oder? Es war ein starkes Mädchen. Man kann sein Leben kaum weiterleben, wenn man es nur damit verbringt, auf einen Verschollenen zu warten. Und niemand von euch kommt das etwas eigenartig vor? Was denn? Das Jormgen, das wir besuchten, war eine von Pharaohs geschaffene Illusion. Trotzdem steht die Kiste, die wir in dieser Illusion ablieferten, genau vor uns. Die Reisenden, von denen sie in ihrem Tagebuch schrieb, das sind doch wir, oder? Die Arterium stammt also aus der heutigen Zeit und die Kiste auch. Hä, ihr Erprächter, wie kann das sein? Die Welt steckt wohl immer noch voller Geheimnisse. Ja, Zeitreisen. Das ist... Weiß ich nicht.
Warum muss ihr Spiel jede Serie irgendwie Zeitreisen einfügen? Das macht alles nur komplizierter. So, ich will mit dich reden. Gut, dann haben wir zwei Orte, wo wir hier noch hingehen sollen, ne? Mount Temsa wegen diesem Monster anscheinend. Und warum kann ich euch nur noch für einen bestimmten, kommt hier dieses Pfeifen her? Ich denke mal, ist von draußen irgendwo. Wir müssen nach Norden. Ich nehme an, zu den Eisschollen, weil da ist ein kalter Ort, ne? Und ja, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich noch suchen sollte. Aber ja, jetzt mache ich erstmal wieder einen Schnitt und sehen wir uns in Mount Temsa, wenn da was passiert. Aha. Und jetzt taucht das Viech auf. Mensch, dieses Ding ist ja riesig. Das muss das Monster sein, das uns jagt, als wir wegen dem Immerlichts hier waren. Und was ist mit dem entführten Kunden? Er ist nirgendwo zu sehen. Pff, du meinst doch nicht etwa, dass er zum Frühstück verputzt wurde? Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir uns etwas näher umsehen. Das stimmt. Da ist er doch. Also muss ich gegen das Viech noch mal kämpfen, ne? Ich habe doch schon mal gegen das Viech gekämpft. Komm schon. Soll denn das? So, alle die ich nicht im Team haben will, sind drinne. Wir haben die dann schon Repeat aufgeholt, ey. Ja. Muss ich eigentlich nur von euch hier abstellen, ne? Erfahrungsanteil, damit ihr ein bisschen zurückbleibt. Na gut, sonst müssen wir halt Viech nochmal bekämpfen. Hey, seht mal da drüben. Nobis, dieser Kerl ist der Kunde von Dean. Er gehört doch zur Seelenspieler, nicht wahr? Wir sollten ihn wahrscheinlich lieber befreien, bevor er als Leckerbissen endet. Wir werden dir helfen. Okay, hätte man jetzt hier offiziell erst gegen das Viech kämpfen sollen. Ja, voll bescheiß. Hab dich schon so oft besiegt, ne? Na gut, machen wir. Ja, wir haben schon 300.000 abgezogen. Ich habe meine ganzen Magier hier, also. Wenn ich jetzt wüsste, wie man drei Dinge aktiviert, wäre so schon mal nicht geil. Jetzt tue ich natürlich den richtigen Knopf drücken, ne? Ja, geblieben. Ja, geblieben. Oh mein Gott, ich habe immer noch Überlimit, weil also das war eine mystische Art ein. Wo ich das hier wieder vermasse. Boom. Freunde beschwören. Hi. Boom. Haben wir nicht schon gesehen? Ich weiß es nicht. Das hat irgendwie was damit zu tun, welche Dings man ist oder in welcher Form vielleicht. Weil letztens hatte ich irgendwie mehr Dinger zur Auswahl. Weil Patty tut das Ding irgendwie immer automatisch irgendwie einsetzen. Also irgendwie so eine Fähigkeit hat, womit sie, boah. Womit sie, kannst du mal Angriffs- oder kritische Form bitte gehen, Patty? Ehrlich. Danke. Ja, super, jetzt hat schon wieder weg. Da kann ich nicht einsetzen. Ja, der haut mich die ganze Zeit um. Gott verdammt. Oh Junge, ehrlich? Ich kann wortwörtlich nichts machen. Jetzt lass mich irgendwas machen, bitte. Ja, Dragon Ball Z Kakarot. Ah ja, da sind die jetzt hier jetzt rausgekommen, ne? Vor kurzem. Wollte ich mich auch drum kümmern noch, ne? Werbung für meine anderen Projekte machen. Aber habe ich jetzt echt gesagt nicht so viel Bock drauf. Mit Final Fantasy 7 noch und dem Spiel hier. Ich bin ein bisschen doof, dass jeder Angriff von diesem Viech uns irgendwie umhaut. Ich komme wortwörtlich nicht in den Nahkampf gegen das Viech. Auch Geld gestohlen, genau. Habt ihr eigentlich hier so
Blau Sephira, Jäger Monokel, ja, alles gut Zeug. Okay. Die Hälfte haben wir schon abgezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Kampf überhaupt drin lasse. Den haben wir, glaube ich, schon gesehen, haben wir den, glaube ich, auch schon on screen, ne? Ich habe die ja schon alle besiegt. Ah. Mit Patty gegen das Viech zu kämpfen, ist ja richtig nervig. Ich kann ja wortwörtlich nichts machen. Ich jedes Mal umgehauen werde. Irgendwie bin ich nicht stark genug, irgendwie die Abwehr zu durchbrechen von dem Viech. Und der Viech rennt irgendwie die ganze Zeit weg von mir. Raven schießt auf das Viech. Ich sehe gerade Meteorsturm an. Cool. Oh, Laser. Schieße ich einfach vom Weiten ab. So. Schieße ich einfach ab. So. Jetzt kommst du natürlich auf mich los, ey. Jetzt sagen das vom wir geschickt vom danke nicht umhauen bitte so, ich habe jetzt keinen Bock hier uns zu heilen und also warte, wir werden das schon schaffen, los komm, komm da runter. Boom. Nein, nein, so, no. Bin ich ein bisschen doof, denn jedes Mal wenn ich umgehauen werde, ne, gehen meine Dinger weg, meine Formen. Weil Rita hat keine TP und so, aber wird schon klappen. Hm. Oh. Muss jetzt selber macht das wie ich fertig. Oh. Der Vieh ist immer gerade am Boden liegen, wenn ich gerade nicht. Revitalisierung. Ja, war doof, dass ich noch mal gegen das Viech kämpfen muss, ey. Ich habe schon 10.000 Mal gegen das Viech gegangen. Jetzt kommt plötzlich irgendwie eine Quest irgendwie, die mit dem Viech in Verbindung steht. Bin ich nicht so doll, sondern stirb. Zack. Kein Problem. Ein paar Erfahrungspunkte bekommen und so und ja. Hey, halt durch. Mein Immerlicht, ist es in Sicherheit? Du machst wohl Witze. Soll das heißen, dass du das immer noch nicht aus dem Kopf geschlagen hast? Manche werden eben niemals klug. Wie es dir auch immer bedeutet, du warst verrückt, wenn du allein gegen so ein Monster antreten würdest. Es ist nicht wert, dein Leben dafür wegzuwerfen. Komm schon, Estelle, sei nicht so hart zu ihm. Aber er wurde doch schon verwundet und ist trotzdem hierher gekommen. Ich glaube, du hast schon verrücktere Sachen gemacht. Bitte verzeiht mir. Aber ich muss das zurückbringen. Aha. Nur bis warte. Bringen wir ihn nach Mantaik zurück, damit er sich ausruhen kann. Warte, wir müssen beweisen, dass wir das Monster besiegt haben. Es dreht sich alles nur um Beweise. Das müsste genügen. Perobrand-Klaue. Nun bist du überlebt es vielleicht nicht, wenn wir uns nicht beeilen. Sind wir hier fertig? Na, aber dann gehen wir mal schnell zu Mantaik. Zurück. Oh, stimmt, hier kommt noch ein Bildschirm. Ich muss noch in Saphias reingehen, ey. Ich habe keinen Bock immer da hinzugehen. Das ist immer so ein riesiger Ort, ey. Nee, das dauert immer so lang, bis ich da fertig bin, mit allen zu reden und so. Wahrscheinlich sind da auch eine Menge Sachen, die ich jetzt erledigen kann. Also wird das noch länger dauern. So. Hoffentlich hat sich das gelohnt, so belohnungsmäßig und so, ne? So, wem muss ich hier reden? Mit dich? Mit dich?
seid also wieder da. Wie ist es denn gelaufen? Wir haben es besiegt. Sieh mal. Das ist die Bestätigung. Gut gemacht, Junge. Ist dieser Kerl ein Kunde? Ja, das ist er. Ich verstehe es nicht. Er hatte jetzt wirklich auf dieses Monster abgesehen, obwohl er keine Chance hatte. Er muss dieses Immerlicht wirklich um jeden Preis gewollt haben. Es ist nur mit diesem Immerlicht, dass er dafür sein Leben riskiert hat. Leider kann er uns jetzt nicht sagen. Der liegt da einfach noch, okay? Ich dachte, es sei ein Gildenregel, nicht in die Privatangelegenheiten eines Kundes rumzuschnüffeln. Es wäre allerdings eine Lüge, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht selbst neugierig wäre. Wenigstens hat er am Ende bekommen, was er wollte. Hoffentlich bedeutet das, seine Tage als Verrückte sind gezählt. Und wie fühlst du dich? Ich bin wieder putzmunter. Ja, da kann ich von meinen Freunden noch nicht dasselbe sagen. Ihr habt uns diesmal wirklich die Haut gerettet. Ich hoffe, das wird euch beweisen, wie viel uns das bedeutet. 8000 Galt. Ich werde persönlich nach diesem todesmutigen Helden hier sehen. Nochmals vielen Dank, Carol. Du hast wirklich so einiges gelernt. Ist gut auf dich auf, Dean. So, nur Geld. War eine traurige Ausbeute. Eine Überraschung nach der anderen. どっちの方向に向かっているのかが私よくわからないわ。周りが霧だらけって感じ。いいんじゃねえのか。鬼が出るかジャが出るか。向けかくというか向きどうね。でもそれはそれで楽しみかも。目の前にすごいお宝が現れたりしてね。カロル先生はすぐびっくりするのにそういうこと言うんだからな。僕はびっくりしてこそ価値がある。でしょ。それは今ね。じゃあこれはこのままでいきましょう。 Okay. Nacht mal hier, vielleicht passiert irgendwas. Nein, gehe ich nie wieder rein. In dieser Kau. Oh, hier passiert so was. Nobis, du solltest im Bett bleiben. Ich kann es mir nicht leisten, den ganzen Tag im Bett zu liegen. Ja, du bist wirklich ein Erfolg nach Verfassung. Du hast denn immer nicht bekommen. Wohin willst du denn jetzt? Ich muss den geheimen Text finden, den der Fahrer der Raffinierung des Immerlichts ausführlich beschreibt. Was ist denn daran so besonders? In seinem Rohzustand als erst ist das Immerlicht natürlich vollkommen unbrauchbar. Tatsächlich? Ja, das ist ein, da es ein Metall ist, kann man erst dann wirklich etwas damit anfangen, wenn eine Unreinheiten entfernt wurden. Immerlicht muss man nach einem besonderen Verfahren raffiniert werden, das unsere Gilde in einem Geheimhandbuch festhielt. Es wurde vor langer Zeit auf einer Reise mitgenommen und ist noch heute verschollen. Du wolltest versuchen, es zu finden? Aber warum? Wieso willst du denn so ein Risiko auf dich nehmen? Für das Wohl unserer Gilde, für die Seelenschmiede. Was willst du damit sagen? Unsere Gilde befindet sich in einer Krise, die ihr Überleben gefährdet. Ihr Überleben? Aber ihr seid doch einer der 5 Meistergilden. Dank der Stabilität, zu der die Barriere beitrug, sind Waffen nicht mehr so geschätzte Objekte wie früher. Es ist viele Jahre her, seit jemand unsere Gilde beitrat und unsere Ältesten werden unaufhaltsam älter. Hat dann das Raffinierung von Immerlicht damit zu tun? In der Kunst der Waffenherstellung ist kein Erz mit Immerlicht zu vergleichen. Da fällt mir ein, gelesen zu haben, die meisten berühmten Waffen seien aus speziellen Metallen geschmiedet worden. Die Welt von heute ist ein verheerender Ort. Vielleicht könnten Waffen in dieser Welt wieder Ordnung schaffen und unsere einst große Gilde zu Ruhm verhelfen. Wo ich das Erz in meinem Besitz gebracht habe, ist es ohne das Handbuch überhaupt nichts wert. Trotzdem solltest du es nicht übertreiben. Sieht er etwa wie jemand aus, der tatenlos bleibt, nur weil ihm das jemand gesagt hat? Seine Besessenheit ist geradezu krankhaft. Das hätte ich wohl voraussehen sollen. Also gut, suchen wir für dich nach diesem geheimen Buch. Ja? Und du erholst dich in der Zwischenzeit hier, wie es sich ziemt. Im Namen der heldenmutigen Vesperia, der hellsten Stern des Firmaments, nehmen wir diesen Auftrag an. Jetzt aber mal langsam, Juri. Hattest du überhaupt vor, den Rest von uns zu fragen? Wir wollen noch ein Leben für die Gerechtigkeit führen und die Ungerechten bestrafen, oder etwa nicht? Ja. Hat Rihanna nicht erwähnt, dass ihr Vater dieses Immerlicht abgebaut und daraus etwas gemacht hat? Ach ja, richtig, diese Frau, in der du dich verliebt hast, als sie uns den Auftrag gab, in ihre Herzkette zu finden, nach ihren Dahngrest. Stimmt, ja, ich hätte Fräulein Rihanna schon total vergessen. Gut, wir werden sie danach fragen. Wenn wir sie danach fragen, kann sie uns vielleicht Anhaltspunkte geben, wo wir mit der Suche beginnen sollen. Brechen wir also auf und versuchen wir unser Glück. Wie die noch nicht mal erzählen, wo wir hin müssen, ne? Ich meine, das war ein Dahngrest, aber ihr könntet mir ruhig irgendwie noch mal kurz sagen, ja so. Vielleicht konnte ich mich ja nicht erinnern, ne?
müsst ihr mal dran denken, Leute. So gut, aber würde ich sagen, ja, machen wir dann im nächsten Clip, ne? Entweder dazu oder wir suchen diesen Mikroorganismus, ne, nicht Mikro, Mikrochip oder was weiß ich, weil wir da suchen sollten. Irgendwas Mikro. Oder Schaltkreis, Mikroschaltkreis war das, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. So, seht ihr, so arbeitet mein Kopf, ne? Ich vergesse direkt immer alles. Und dann wartet ihr, ich weiß, wo diese Rihanna jetzt auf einmal ist. Die Sängerin. Aber ich meine, ab ein Darngriss. Also sehen wir uns gleich wieder in Darngriss. Wahrscheinlich, wenn ich die gefunden habe. Bis gleich. So, wir sind in Darngriss. Und ich hoffe, wir finden die am gleichen Ort wie letzte Mal. Was, glaube ich, hier drin war, ne? Im Gasthaus, ne? Und ja, irgendwas passiert hier. Ja, richtig, Körper. Willst du noch immer darauf verzichten, deine Lehrerin zu treffen? Ich habe darüber nachgedacht. Ja, ausgerechnet jetzt mit den Klamotten, ne? Zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Nun, ich glaube, es wäre sinnlos, mich ewig vorher zu verstecken. Da können wir ja alle zusammen reingehen. Ja, ausgerechnet jetzt, wenn du die Klamotten trägst, gehst du da rein. Ach du meine Güte, wenn das nicht Carol ist. Hallo, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, nicht wahr? Und die alle, ihr seid also Carols Freunde, habe ich recht. Volaniana, ich möchte dir meine neuen Gildenkameraden vorstellen. Ich habe gehört, dass du von Gilde zu Gilde ziehst. Höchste Zeit, erwachsen zu werden und Verantwortung zu tragen. Diesmal ist es eine langfristige Sache. Ach wirklich? Na, dann musst du ja mit einer Schar wirklich verständnisvoller Freunde gesegnet sein. Ja, das bin ich. Ich habe auch gehört, dass du dich verlobt hast und heiraten willst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das stimmt. Danke. Da wir gerade von der Herrin Bräutigam sprechen. Ich bitte um Verzeihung. Er meinte eigentlich die Halskette, die du von einem Verlobten bekommen hast. Du hast gesagt, dass dein Vater die Halskette eigentlich aus Immerlicht gefertigt habe, nicht wahr? Das stimmt. Wir haben gehört, dass Immerlicht nur nach einem ganz bestimmten Verfahren geschmiert werden kann. Wir fragen uns, woher dein Vater dieses Spezialverfahren kannte. Diese Frage könnte leider nur mein Vater beantworten. Hast du irgendeine Ahnung, wo er steckt? Leider lebt er nicht mehr. Er ist schon vor geraumer Zeit gestorben. Das bedeutet also, er gehört jedoch einer Metallverarbeitungsgilde an. Vielleicht können die euch helfen. Wirklich? Könnten wir denn die Mitglieder dieser Gilde finden? Jenseits des Meeres, im Westen von Darngrist, liegt ein anderer Kontinent. Jenseits des Meeres, im Westen von Darngrist. Das ist der Kontinent Usoria, nicht wahr? Ja, im Norden dieses Kontinents liegt eine merkwürdige kleine Stadt. Selbst war noch nie dort, aber die Gilde nennt sich Galaktische Goldkistchen. Sie hat dort ein Geschäft, meint ihn Dingens hier. Also los. Nicht so erst, Carol, du müsstest doch mittlerweile gelernt haben, dass übertriebene Eile nur schadet. Ja, tut mir leid. Ich kann euch nicht versprechen, dass die Gildenkameraden meines Vaters etwas wissen. Das ist schon in Ordnung, wir werden diese Spur einfach mal nachgehen. Weiter deinen Freunden nahe bei dir und gib dir große Mühe. Das werde ich tun. Bitte passt für mich weiterhin auf Carol auf. Also meinen die ja Dingens, auch Neon. Nehme ich jetzt mal an, ne? Wenn ich schon mal hier bin, hat dieser eine Typ an der Theke schon wieder eine Quest für mich. Weil, von dem habe ich ja, glaube ich, diese Mission in Mantaik bekommen, ne? Und ich hatte wieder eine neue Quest. Gucken wir mal. Ich dachte, der Typ da rechts ist irgendwie neu, aber ich glaube, den schon mal gesehen. Gehen wir mal mit dem. Ich hätte direkt noch eine neue Quest. Ja, ich hätte auch in der Mitte durchgehen können, aber nö, okay. Was mit dir? Nein, okay. Dann gehen wir mal nach Aunion, nehme ich an, ne? Im Westen von Darngrist. Hier gibt es eine kleine Stadt. Wo ist Darngrist? Darngrist ist hier. Im Westen. Oder da. Oder da. Ne, Aunion ist da. Jenseits des Meeres. Also meinen die da, ne? Nam Kobanda Island, ne? Goldkistchen, okay.
Ja, das ist im Westen, ne? Westen jenseits des Bäres. Also ja, müsste eigentlich das sein dann. Gut, da haben wir sowieso noch nicht uns umgeschaut, also müssen wir sowieso noch mal dahin. Kann man gleich hier mal alles abgrasen. Und ja, haben wir ja schon mal so einen kleinen Faden hier. War. Na komm. Nein, nicht da. Oh doch, ich bin ja gut. Wir waren Gegner, zum Glück bin ich nicht da eingelaufen. Aus dem Kopf direkt ins Spiel. Warum kommentierst du halt jetzt erst? この街自体がわからないことだらけだよな。いいんじゃない?楽しければそれでそう。能天気なおっさんはそれでいいんでしょうけどね。あら、レイブンが言うことも信じじゃなくて?謎が解明できなくても楽しいものは楽しいわよ。だしょ、だしょ。やっぱりジュディスちゃんは誰かさ、違うわ。俺様と息がぴったりよね。こんなおっさんが頭に思い描いていたら どんなものが出てきたんだろうな。バラモス。想像したくないし、きっと私たちには想像もできないものが出てくるわよ。はい。 Muss ich erstmal mit ihnen sprechen. Gucken, was hier los ist, ne? Goldkistchen. Muss irgendwie hier jemand sein. Ne? Du stehst also verdächtig in der Mitte. Nein. Ihr seht aus, als hättet ihr irgendwas. Wir kommen im Geschäft der galaktischen Goldkisten. Oh, perfekt. Ich bin so gut, ne? Welche Art von Schmuck darf es denn sein? Wir haben ein paar fantastische Ohrringe aus feinstem Silber. Tretet ruhig näher. Du hast wohl kein großes Auswahl an Waffen und Rüstungen, oder? Leider nicht, meine Dame. Wir führen hier in erster Linie ästhetische Artikel. Wir sind eigentlich nicht zum Einkaufen hier. Nee, das stimmt ja. Das hatte ich fast vergessen. Nun, wenn ihr nicht hier seid, um etwas zu kaufen, womit können wir euch denn dann dienen? Fragen wir uns, ob ihr vielleicht etwas Licht auf das Verfahren zum Raffinieren von Immerlicht werfen könnt. Hey, meint ihr vielleicht dieses Zeug, das Kale in seinem alten Buch aufgeschrieben hat? Darauf würde ich auch erst tippen. Was ist es? Das ist, wonach Nobis sucht. Ich weiß nicht, was wir ohne dieses alte Buch getan hätten. Der Verarbeitung von Immerlich ist ein sehr heikler Vorgang, versteht ihr? Könnt ihr es uns einmal ausleihen? Wenn es nicht zu dick ist, können wir es ja komplett kopieren. Das Problem ist nur, dass wir es nicht mehr haben. Vor einiger Zeit kamen die kaiserlichen Ritter und nahmen es einfach mit. Wirklich? Das wusste ich nicht. Halt, jetzt aber mal langsam, da will mir jemand die Schuld in die Schuhe schieben. Habt ihr zufällig gehört, wie sich die Gruppe von Rittern nannte? Weißt du so etwas wie Komorbi gerade? Komor? Ich hätte nie gedacht, dass wir diesen Namen hier draußen hören würden. Ja, er schnappte sich sofort dieses Buch und bezeichnete es als Ketzerei, das wäre natürlich nur Vorwand. Er hätte sehen sollen, wie er die Augen aufgerissen hat, als er uns zum ersten Mal davon reden hörte. Er hat es bestimmt als eine todsichere Methode erkannt, gefährliche Waffen herzustellen. Es sind immer die tatenlosen Stümper, die von der Idee besitzen sind, die größten Spielzeuge zu basteln. Nun, was machen wir denn jetzt, wenn Komor es mitgenommen hat, dann... Ich glaube, dass die Ritter alles, was sie konfiszieren, nicht mehr aus den Augen lassen. Ich kenne ihr Protokoll allerdings nicht genau. Naja, für konfiszierte Objekte war schon immer die Schwanbrigade zuständig. Was, mich anzusteigen, wird nicht viel helfen. Ich heiße nämlich nicht Schwan. Ach ja... Schwan hat offenbar noch weniger Ahnung, als ich gedacht hätte. Ein Inventar aller Objekte zu führen ist reine Papierkram. Damit hat ein Captain normalerweise nichts zu tun. Wisst ihr, der hier ist noch nicht mal so übel. Danke, falls ihr es nicht erst vor kurzem reingenommen ist, müssten wir eine Kopie hier haben. Ich sehe allerdings nicht, dass nach einem Handbuch aussieht. Ich verstehe. Nun, vielleicht können wir mehr über Komor herausfinden, wenn wir nach Saphias zurückkehren. Jetzt muss ich zurück nach Saphias, ey. Warum schauen? Da wollte ich mir eigentlich bis zum Ende aufbewahren, weil wieder so. Wir gehen halt nur dahin, um den zu finden. Ne? Werden wir finden, ja, den sein Gesicht. Sieht den
kilometerweiten Abstand schon. Okay. Kumor, der ist dann wahrscheinlich da in dem Schloss oder in der Unterstadt hier. Eigentlich könnte er überall sein, ich weiß es nicht. Ich habe den immer nur in diesem Brunnen hier getroffen, glaube ich. Na, gucken wir mal. Und ja, was ja direkt was. Sieh mal, es ist Lune. Sie lächelt. Ich will eigentlich was anderes machen. Sie kann lächeln, wenn sie Menschen um sich hat, sie zurücklächeln. Sie hat einen sehr starken Charakter. Wir müssen dafür sorgen, dass diesen lächelnden Menschen nicht zustößt. Was ist fast, Junge? Komm schon, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Okay, was war jetzt der Sinn von dieser Szene? Die ist gar nicht mehr da. Was war jetzt der Sinn von dieser Szene? Okay, keine Ahnung. Ja, komm mal, ich wette, du bist hier unten irgendwo, ne? Du bist doch immer hier irgendwo unten. Na bitte, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg da hochlaufen zum Schloss. Das Schloss ist riesig, er ist riesig. Traum, warum habe ich mit dir geredet? Ich wusste, da kommt eine Szene. Oh, Juri, lungerst mal wieder rum, wie ich sehe. Ja, schön dich zu sehen, alter Mann. Was treibst du so? Ich wollte es für mich behalten, aber ich bereite mich auf das Schlimmste vor. Ich sehe mir diese Andenken von meiner Frau an und erinnere mich gut an die Zeiten, sie solange ich kann. Warte, die Welt ist noch nicht am Ende. Wir werden sie retten. Warte ab. Genau, Hanks. Es ist wie Lady Estelise sagt. Nett, wie du es sagst, aber ich werde pessimistisch, wenn ich zum Himmel hochsehe. Du hast also mit deiner Frau über die glücklichen Zeiten geredet, die ihr hattet, als sie noch lebte. Lach mich ruhig aus. Ich werde nicht mehr lange hier sein, Juri. Bald bin ich nicht mehr. Oder bald bin ich bei ihr. Ich weiß nicht, ob sie im Himmel mit dir aushalten will, so wie du gerade drauf bist. Ja, Kopf hoch, sieh das. Das sieht ja ganz und gar nicht ähnlich. Das sieht mir nicht ähnlich. Du hast jeden in der Stadt mit deiner Energie und deiner Tatkraft angesteckt, einschließlich meiner selbst. Aber jetzt tut es wenig anzusehen. Sie Leute in der Unterstadt, obwohl sie schwer haben, machen sie weiter. Das Ende kommt nur, wenn man aufgibt. Ja. Oh Gott, diese letzten Worte. Ist er recht, alter Mann? Das sieht dir nicht ähnlich. Hihi. Hahaha. Ich, alter Mann, hätte nie gewartet, dass ein junges Mädchen ihm eine solche Lektion erteilen würde. Ich, es tut mir leid. Nein, ich bin derjenige, der sich entschuldigen muss. Anscheinend habe ich es falsch verstanden. Weißt du, wenn du dich ärgerst, klingst du genau wie meine Frau, als sie jung war. Du siehst sogar aus wie sie, wie mir gerade auffällt. Tatsächlich? Ja, du bist ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Bist du sicher? Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ja, etwas übertrieben scheint das schon. Du hast ja keine Ahnung, Junge. Und die Tiare, die du da hast, sieht auch aus wie eine, die ich vor langer Zeit mal gegeben habe. Ich danke dir, du hast mich zur Vernunft gebracht. Oh nein, gar nicht. Ich war nur, also ich mag dich lieber, wenn du glücklich bist. Ach, das ist nett. Bitte nimm das hier als kleines Dankeschön. Aber ist das nicht das Andenken an deiner Frau? Ich bin mir sicher, sie hätte gewollt, dass du sie bekommst. Bitte nimm sie. Ist mir wirklich sicher? Ja, es ist in Ordnung. Ich möchte, dass die junge Dame sie bekommt. Auch wenn ich das Andenken an sie weggebe, werden die guten Erinnerungen, die ich habe, mich nie verlassen. Meine Erinnerungen sind alles, was ich brauche. Also bitte nimm dies. Verstehe, aber wenn du sie je zurückhaben möchtest, das müsstest du mich wissen. Ich werde sehr, sehr gut darauf aufpassen. Keine Sorge. Vielen Dank. Statue der Liebe, Geschichte der Priesterin, die auf der Rettung durch ihre Geliebten wartete. Okay, brauchen wir die nicht für diese Quest mit den einen Typen, der irgendwie Spielzeuge sucht? Hier ist natürlich auch noch irgendeine Szene. Heute läuft alles nach Plan, aber diese Blast hier hält nicht mehr lange durch. Bist du was da hinten, Juri, und sagst nicht mal hallo? Ich war doch gerade wortwörtlich bei dir. Verdammt, diese nervige alte Knacke hat uns entdeckt. Tja, damit ich still bin, musst du dich nur um die Arbeit machen. Oh, wenn das nicht Flynn ist. Lange nicht mehr gesehen. Wobei, durch 2 Minuten haben wir noch geredet. Was soll denn dieser Sir? Das ist dein Zuhause, entspann dich. Komisch, zu mir sagst du sowas nicht, alter Mann. Herr Juri, selbst einige Leute in der kaiserlichen Oberstadt haben keinen Lux-Blastia gesehen. Weil er beim Aqua-Blastia-Kern? Ich weiß es nicht mehr. Kann sich der kaiserliche Oberstadt nicht selbst um sich kümmern? Ich werde den Ritter auftragen, sich der Sache anzunehmen.
Dafür ist es zu spät. Sie sagen, es wird bald dunkel und zu gefährlich rauszugehen. Es ist schon dunkel. Wer ist sie? Dieser Typ, der gerade einen neuen Freund in der kaiserlichen Oberstadt gefunden hat. Wie ich höre, ist sie sehr hübsch. Aha, deshalb sorgst du dich so darum. Hey, halt bloß die Klappe. Yuri Flynn, komm mit mir mit in die kaiserliche Oberstadt. Heidenai, gleich hinter dir. Wir sind gleich wieder da. Repeat kommt einfach mit. Yuri ist ein guter Junge. Ich meine, Flynn ist ein Ritter. Der muss sowas machen. Er ist ja aufgewachsen, also gehören für ihn alle zur Familie. Hier kann ich mit ansehen, dass ihnen was passiert. Und wenn die Familie ein neues Familienmitglied bekommt, kümmert er sich auch darum. Da fragt man sich, wieso jemand dazu kommt, gegen den Artefagus zu kämpfen, um die Welt zu retten. Hat, der war gut. Dieser Typ rettet die Welt. Du bist witzig. Nö, er kämpft nicht, um die Welt zu retten. Bei allem, was er tut, geht es letztendlich darum, um zu beschützen. Wenn bei der Rettung der Welt jemand draufgehen würde, wird er einen anderen Weg finden. Oh. Egoistischer kleiner Scheißer. Was? Findest du, ich halte es für ziemlich normal. Ich würde nicht sagen, ich rette die Welt für jemanden, den ich noch nie gesehen habe. Das ist was dran. Seht ihr, ich habe nicht gelogen, also könnt ihr den Kern für die kaiserlichen Oberstadt zurückholen? Irgendwas ist immer. Ja, soweit ich diese Monster am Himmel getötet habe. Ich rede mit den Rittern und schaue, was sie tun können. Wirklich? Großartig. Ich wusste, mit euch fragen nicht die richtigen. Um Schubs haben wir noch mehr zu tun. Was flüstert ihr da? Ich hätte nie wirklich eine Familie. All dies zu sehen macht mich sehr glücklich. Okay, wir sollten besser gehen. Familie, gut gerettet. Okay, ich würde aber den Party, glaube ich, beenden, weil er trotzdem spreche ich hier noch mit Leuten. Weil ich stolper hier in eine Sache in die nächste und ich glaube, der Part wird dann viel zu lang. Deswegen cutte ich mal hier und wenn wieder was passiert, dann schalte ich euch rein. Also bis zum nächsten Part dann. Ciao, ciao.